Hallo, heute soll es ja um Gruppieren und Aggregieren gehen, aber vorher noch die Übungen, die ich das letzte Mal hinterlassen habe. Alle Kunden, bei denen die Position Inhaber oder Inhaberin ist. Also where Position like Inhaber Prozent. Prozent ist ja das Zeichen für, hier kann noch was kommen. Steuerung Enter löst aus und wir haben hier nur noch Inhaber und Inhaberin. Nächste Frage war, alle Artikel vom Lieferanten. Also brauche ich die Tabelle Artikel. Und ich schaue mir dann immer die Tabelle einfach erstmal an. Und dann where Lieferantennummer Nummer 4. Und jetzt kommt wieder ein Fehler, weil er mit diesem Minus hier nichts anfangen kann. Er will jetzt von Lieferanten will er Nummer abziehen. Das heißt, ich muss jetzt wieder diese Accents setzen und dann kommt auch das Ergebnis. So, ich denke mir doch gerade, da fehlt was. Hier sagt der Unknown Column Lieferanten, weil die Spalte heißt ja Lieferantennummer und er kennt nicht die Spalte Lieferanten. Und Minus ist halt ein Rechenzeichen. So was verwendet man einfach in Spaltennamen nicht. Aber es ist halt hier so drin. Alle Artikel, deren Lagerbestand zwischen 10 und 50 ist. Lagerbestand, das sehen wir ja hier schon. Lagerbestand zwischen 10, also größer 10 oder eben größer gleich 10 und Lagerbestand kleiner gleich 50 oder eben ohne gleich. Die Workbench verzeiht es aber. Nach jedem SQL-Befehl gehört eigentlich ein Strichpunkt für das Ende. Sollte man sich also auch angewöhnen. Dann alle Kunden, bei denen die Region 0 ist. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal die Tabelle Kunden. Kunden. Und dann brauche ich die Region. Die ist hier irgendwo. Hier. Ne? Und dann. Where Region ist null. Und dann habe ich eben nur noch diejenigen drin, wo die Region 0 ist. Wir sehen es, vorher waren es 91 Kunden, jetzt sind es nur noch 60 hier unten. Gut, dann war es alle Kunden, die nicht aus Deutschland, also Land ist nicht. Alternativ könnte man auch hier, wenn einem das lieber ist, so schreiben. Also mit größer und kleiner Zeichen würde auch funktionieren, ist kein Deutschland mehr drin. Dann alle Kunden, deren Firmen das Wort Market vorkommt. Da sind wir wieder bei einer Like-Suche. Firmenname Like. Und da ich ja nicht weiß, wo das Market steht, brauche ich das Prozentzeichen eben vorne, Market und hinten. Jetzt heißt die Spalte wahrscheinlich nicht Firmenname. Ne? Ich kommentiere das mal kurz aus, sodass es nicht greift. Es heißt Firma. Deswegen sollte man sich die Tabelle eben erstmal anschauen. So. Wenn ich jetzt Groß- und Kleinschreibung noch nicht beachten möchte, könnte ich auch einfach nach Arket suchen. Aber das gleiche Ergebnis. So, das zu den Übungen vom letzten Mal. Jetzt zum neuen Thema, nämlich Gruppieren. Ich möchte erstmal alles von den Artikeln. Da lässt sich Gruppieren gut erklären. So,
Gruppieren heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte die Artikel pro Lieferant gruppieren oder pro Kategorie. Und dann kann ich eben verschiedene Funktionen drauf anwenden. Und dann kann ich so Sachen herausfinden wie der höchste Einzelpreis pro Gruppe, der niedrigste Einzelpreis pro Gruppe, die Anzahl der Artikel pro Gruppe und so weiter. Und das wollen wir jetzt mal machen, indem ich als allererstes mal sage, vom Artikel Group by, machen wir mal nach Lieferanten. Lieferanten. No. Und jetzt würde mir ein Fehler. No. Group by. Gut. Jetzt steht hier praktisch jede Lieferantennummer noch drin, aber nur noch mit einem Artikelname. Und das ist natürlich Quatsch, weil der Artikelnamen, den kann ich jetzt ja gar nicht mehr wissen, weil das verbergen sich ja ganz viele Artikel drin. Ich demonstriere das jetzt mal, indem ich sage, ich gebe hier die Lieferantennummer aus und dann einen Count Stern, der zählt einfach nur die Zeilen. Das heißt, vom Lieferanten 1 bekomme ich 3 Zeilen, also 3 Artikel. Vom Lieferanten 2 bekomme ich 4 Zeilen, also 4 Artikel. Und jetzt kann ich eben solche Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, höchster Einzelpreis, Einzelpreis, Min-Einzelpreis oder durchschnittlicher Einzelpreis auch ausgeben lassen. Und dann sehe ich halt hier, okay, von den 3 Artikeln kostet einer der teuerste 19, der niedrigste 10 und der Durchschnitt ist 15 und so weiter. Und jetzt habe ich hier hinten halt unheimlich viele Nachkommastellen wegen Periodenbildung. Das kann ich natürlich auch noch behandeln, indem ich hier einfach sage, ein Truncate. Mit 2 Nachkommastellen. Und damit wird dann einfach hinten dran abgeschnitten. Ich habe jetzt bewusst nicht den Round genommen, weil gerade bei Beträgen ist ja ein Aufrunden vielleicht gar nicht gewünscht. Ja, also 15,666 sind halt 15,666 und wenn ich da aufrunde, wäre es ja 15,67. Und das muss man sich halt überlegen. Ist ein Round hier das Richtige, also dass das auf- und abgerundet wird, oder ist ein Truncate das Richtige? Die meisten Menschen würden im ersten Moment natürlich immer sagen, ha, da muss ich runden, aber das muss man sich echt gut überlegen, ob man das da braucht. Ja, das Ganze kann ich natürlich auch nach Kategorie machen. Dann muss ich das hier oben aber auch austauschen, weil die Lieferanten könnten ja unterschiedliche Kategorien beliefern. Und dann hätte ich jetzt hier, okay, ich habe 8 Kategorien, da sind bis zu 13 Artikel drin, mindestens 5. Der teuerste Artikel in der Kategorie 1 ist 263 und so weiter. Group By macht also Folgendes: Er bildet eine Schachtel und in dieser Schachtel befinden sich Stifte. Ja, da gibt es rote, grüne, blaue, gelbe und so weiter Stifte da drin. Und wenn ich jetzt halt diesen Group By auf diese Schachtel mache, dann kann ich halt sagen, okay, es gibt zum Beispiel, ich kann diese Gruppierung auf diese Stiftfarbe machen, dann kann ich zählen, wie viele Stifte gibt es da drin pro Farbe. Ich kann die Gruppierung auf den Hersteller machen, dann kann ich sehen, welche unterschiedlichen Hersteller haben wie viele Stifte und so weiter. Ja, also so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Gruppieren bedeutet, ich bilde eben eine Menge und kann dann gewisse Informationen über diese Menge mir erschließen. Aber was ich halt eben in dem Fall hier auch halt nicht mehr habe, ist der Name des Artikels, weil es halt viele Artikel sind. Und das macht den Group By ein bisschen gefährlich, weil wenn das einem nicht zurückgemeldet wird, Moment, du hast hier jetzt was verwendet, was der Aggregierung widerspricht oder der Gruppierung widerspricht, dann kannst du sehr schnell eine falsche Aussage bekommen. Also wenn ich jetzt hier den mal gerade nachgucken, wie es heißt, den Artikelname ausgeben würde,
Und dann ist es halt falsch, weil Chai ist halt einer von den Artikeln aus der Artikel 1, einer von 12 Artikeln. Und der hat halt nicht sowohl den höchst als auch den niedrigsten Preis. Ja? Also dieses Ergebnis ist einfach falsch. Und da muss man beim Gruppieren sehr sorgfältig sein, dass einem sowas nicht passiert. Ich glaube, damit habe ich dann das Wesentliche. Ich werde ein paar Gruppieraufgaben in die Beschreibung unten wieder reinschreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.